Wenn du ein richtig gutes Rezept für Osterkuchen suchst, dann schau dir jetzt das Video an. Zuerst machst du den Teig für den Boden parat. Für das Butter und Zucker mischen, dann kommt das Ei und ein Prise Salz dazu. Milch schrittweise beigeben und am Schluss das Mehl kurz untermischen. Den Teig dann mindestens 1 Stunde oder bis zu 3 Tage in den Kühlschrank stellen. Dann geht es an Milchreis für die Füllung. Für das Reis, Butter, Salz und Milch zusammen aufkochen, die Hitze reduzieren und mit aufgelegtem Deckel, wo ein Spaltbreit offen bleibt, garen. Während der Milchreis abkühlt, fettest du den Rand von einem Backblech mit Butter ein und beleist den Boden mit Backpapier. Den kalten Teig rollst du jetzt 3 mm dick aus. Ich mache das immer mit Hilfe von Teigstäben, damit der Teig wirklich überall gleich dick und somit gleichmäßig backen wird. Den Boden stichst du dann mit der Gabel ein, damit er später beim Backen keine Blasen wirft. Und an dieser Stelle nicht vergessen, vom Ruheteig zu knabbern. Auf den Teig kommt jetzt eine Schicht Aprikosengumpfi und eine Handvoll Sultaninen. Wenn du Sultaninen nicht gern hast, dann lass sie weg. Dein Kuchen, deine Regeln. Weiter geht's mit der Füllung. Für das die Mandelmasse mit dem Eigelb und dem Abrieb von einer Zitrone mischen. Den abgekühlten Milchreis pürieren und unter die Füllung mischen. Und am Schluss auch noch das Mehl dazu mischen. Ich persönlich habe den Zitronengeschmack im Osterkuchen sehr gern und darum nehme ich eine ganze Zitrone. Willst du es ein bisschen dezenter, wiebst du nur die Hälfte der Schale rein. Das kalte Eiweiß mit dem Zucker steif schlagen. Steif ist es, wenn du den Mixbecher kannst umdrehen, ohne dass das ganze Eiweiß ausläuft. Und Zamt unter die Füllung heben. Das Ganze ins Blech geben und ab in den Ofen damit. Direkt nach dem Backen den Kuchen umdreht auskühlen lassen, damit die Oberfläche klassisch flach wird. Ist der Kuchen ausgekühlt, drehst ihn wieder zurück. Kurz vor dem Servieren mit Puderzucker dekorieren und fertig. Tipp zum Schluss, auch aus dem Kühlschrank schmeckt der Kuchen genial. Der Puderzucker hebt den zwar nicht mehr so gut drauf, aber wie auch. Und ja, darum sage ich dir,